Ich habe schon vor einigen Wochen nach euren Wünschen und Ideen zu den Inhalten in diesem Jahr gefragt und einige interessante Vorschläge erhalten. In diesem Video möchte ich die spannendsten davon, die wir auch noch nicht so oft gehört haben, genauer besprechen und meine Meinung zu diesen abgeben. Viel Spaß beim Ansehen! Mir würde ein royales Pack sehr gut gefallen. Das Spiel mit königlichen Sims in prunkvollen Schlössern wäre eine tolle Abwechslung. Dazu stelle ich mir neue Kleider, Möbel und Gameplay-Elemente vor. Puh, Mittelalter bei den Sims wäre auf jeden Fall doch, denke ich, eine spannende Sache. Das Mittelalter ist bei den Sims ja auch nicht unbedingt was Neues. Es gab ja auch schon die Sims-Mittelalter. Das war quasi ein extra Spiel, was keine Erweiterung war, aber eigenständig gespielt werden konnte. Ich meine schon in Die Sims 4 Reise nach Batu, das Star Wars Pack, da gab es ja auch schon so Missionen, die man mit den Sims machen konnte. Und auch beim Dschungelabenteuer Gameplay Pack hat sich so ein bisschen so angefühlt. Also das wäre vielleicht sowas, wo man auch in einem extra Spiel quasi mit so kleinen mittelalterlichen Missionen aufbauen könnte. In Die Sims 4 können die Entwickler ja auch besonders gut Welten erstellen. Und ich glaube, so eine richtig mittelalterliche Welt im Stil von Die Sims 4 und auch mit der Art, wie die Welten in Die Sims 4 funktionieren, mit der ganzen vielen Deko, würden die Welten garantiert auch in einem Mittelalterspiel sehr grandios aussehen. So rein theoretisch wäre das dann wahrscheinlich auch der perfekte Zeitpunkt, um so über so Features wie Drachen oder so nachzudenken. In der Die Sims 3 Store-Welt von Dragon Valley gab es ja ebenfalls schon Drachen, da in klein. Aber in einem möglichen Mittelalter-Thema könnte man natürlich dann auch ganz große Drachen umsetzen. Und vielleicht müssen sich die Sims auch um die kümmern und können auf denen irgendwie ausfliegen oder so. Das stelle ich mir irgendwie alles ganz witzig vor. Hotel, Achterbahn oder etwas anderes, was mehr Action reinbringt. Ich möchte, dass man vielleicht, wie bei den Tieren auch, Hautdetails machen kann, zum Beispiel Muttermale oder kleinere Tattoos. Hotels und Achterbahnen wären natürlich auch eine coole Sache für Die Sims 4, aber am meisten, worüber ich auch noch nie nachgedacht habe, ist dieser kleine Hautdetails-Editor. In Hunde und Katzen könnt ihr ja eure Haustiere so anmalen, wie ihr das wollt, und das mit den Sims wäre auf jeden Fall auch recht spannend. Ich finde, was bei Die Sims 4, bei den Sims wirklich aktuell am unrealistischsten ist, ist wirklich immer die Haut. Die ist extrem glatt, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, und ich finde, die Sims sehen damit teilweise auch immer so ein bisschen gleich aus. Also ich glaube, wenn man da so einen Editor mit reinpacken würde, könnte man das auf jeden Fall wirklich detailliert umsetzen. Und ich denke, wenn man quasi so verschiedene Presets hätte, die man einfach auswählen kann, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen zu grob. Aber sowas wäre natürlich auch schon cool. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet quasi so verschiedene Pinselspitzen, mit denen ihr so Muttermale malen könntet oder Narben oder solche Sachen. Und damit eure Sims noch ein bisschen detaillierter machen könntet. Ich wünsche mir eine Welt, die ich komplett von Grund auf selber gestalten kann. So wie es jetzt im Kommentar klingt, wünscht sich Miriam jetzt nicht unbedingt ein Erstelle-eine-Welt-Tool, sondern einfach eine leere Welt, die wir dann selber mit Deko-Kram anpassen können und quasi dann doch eigentlich so ein bisschen individualisieren können. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht und ich denke auch, dass es aus der Sicht der Entwickler noch vergleichsweise einfach ist, so einen kleinen Editor zu basteln, dass man halt nicht nur sein Grundstück bearbeiten kann, sondern halt direkt die ganze Welt. Vielleicht sogar im Spiel, das wäre auf jeden Fall irgendwie auch ganz cool, dass man nicht extra immer dafür sich ein anderes Programm noch runterladen muss und man direkt im Spiel, wenn man irgendeine Idee hat, die direkt umsetzen kann. Auf die Art und Weise könnte man natürlich dann auch neue Grundstücke hinzufügen, aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht mehr an einen Welteneditor für Die Sims 4 glaube. Dazu ist es vielleicht alles ein bisschen zu komplex. Ich meine, man müsste zum Beispiel auch an so Dinge wie die Weltenkarte denken oder die Weltensymbole, die ja in Die Sims 4 gemalt sind. Und das könnte halt nicht jeder an sich so umsetzen, aber ich könnte mir halt vorstellen, so wie es Miriam in ihrem Kommentar geschrieben hat, einzelne Regionen, die schon vorher definiert sind, wo vielleicht schon die Straßen verlegt sind und die halt einfach nur dekoriert werden müssen, da wäre es vielleicht noch irgendwie denkbar, dass man da ein paar neue Optionen bekommt, aber es bleibt natürlich spannend, ob sie sich an sowas ransetzen. Dann vielleicht für den nächsten Sims-Teil wieder. Es wäre zum Beispiel auch interessant, wenn ein Superhelden-Pack von den Sims rauskäme. In diesem sind die Sims Superhelden, welche die Stadt retten und Superkräfte haben.
Superhelden in The Sims 4 finde ich auch ein sehr cooles Thema. Und wenn wir so drüber nachdenken, so eine klassische Superhelden-Erweiterung oder sowas in der Art hatten wir in der Sims-Reihe, soweit ich weiß, jetzt auch noch nicht. Spontan fallen mir eigentlich auch ziemlich viele coole Gameplay-Ideen ein, die halt mit den Superhelden zu tun haben. Zum Beispiel könnte man so machen, dass die Superhelden dann quasi ihre Identität geheim halten müssen und sich zum Beispiel nicht vor anderen Sims umziehen können. An sowas würde ich da jetzt auf jeden Fall denken. Oder auch, dass sie, wenn sie neue Aufträge bekommen und Leute retten müssen, sich dann so aus dem Haus schleichen müssen und dann nicht einfach quasi so rausgehen müssen. An sowas könnte man da auf jeden Fall denken. Allgemein könnte man das mit den Superhelden auch so ein bisschen wie die Freelancer-Karrieren aufziehen. Also, dass man Aufträge bekommt, irgendwelche Sims müssen gerettet werden, stecken in Schwierigkeiten und dann muss man möglichst schnell an die Orte, wo es den Sims schlecht geht und man hilft denen dann. Auch so eine Sache, die fürs Gameplay recht spannend wäre, wäre natürlich zum Beispiel, wenn die Sims Aufträge rund um die Uhr bekommen. Das heißt, es kann auch sein, dass die Sims um 3 Uhr nachts oder so aufstehen müssen und dann halt sich auf den Weg machen. Im Spiel gibt es ja auch keine Karriere, die so einen komplett verrückten Tagesrhythmus bei den Sims verursacht. Also die Sims arbeiten eigentlich immer recht normal und das wäre dann doch vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Superhelden müssen natürlich auch fliegen können. Und ich bin dafür, dass das auf jeden Fall detailliert umgesetzt wird und nicht so wie in Reich der Magie, dass die Sims einfach mit diesen Besen so nach oben fliegen und dann direkt verschwinden und man davon gar nichts mehr sieht. Das sollte auf jeden Fall auch umgesetzt werden. Und es wären ja auch so kleinere Missionen, wie zum Beispiel einer Oma über die Straße helfen oder so, denkbar. Ich meine, es muss ja auch nicht nur gute Superhelden geben, es könnte ja auch Schurken geben und dann können die Sims sich so gegenseitig bekämpfen, die Guten gegen die Bösen. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ganz interessant. In der offiziellen Umfrage haben die Superhelden ja gar nicht so gut abgeschnitten, da haben die auf jeden Fall quasi gegen das Pferdethema verloren. Da konnten wir nämlich abstimmen, welche Gameplay-Themen wir für die Sims 4 oder auch für die Sims allgemein am interessantesten finden und da sind die Superhelden gar nicht mal so weit gekommen. Also ich glaube, da wären auf jeden Fall genug Ideen da, um daraus wirklich ein vollwertiges Pack zu machen. Ich wünsche mir Krankheiten und vor allem Behinderungen. Das würde sehr viel Realismus und neues Gameplay ins Spiel bringen. Ich habe jetzt auch mal ein kontroverseres Thema in dieses Video aufgenommen, was ich recht interessant fand. Und zwar kann man das, finde ich, so von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite fände ich es auf jeden Fall ziemlich gut, wenn sie diesen Schritt wagen würden. Auch für die Repräsentation von Leuten, die eine Krankheit oder eine Behinderung haben, fände ich das auf jeden Fall ganz spannend, weil sie auch einfach zum Leben dazugehört. Und ich denke, dass es auch ganz gut ist, sowas im Alltag auch bei den Sims öfters zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann ein bisschen für die Entwickler vor allem ein bisschen schwierig. Wo zieht man da die Linie? Welche Krankheiten sind vielleicht für so ein Videospiel wie die Sims, was ja eigentlich immer wirklich, sagen wir mal, sehr seicht ist, vielleicht auch ein bisschen zu krass? Ich meine, auch andere schlimme Sachen werden bei den Sims ja meistens immer, sagen wir, recht seicht behandelt und irgendwie noch mit so Humor verpackt, aber das ist bei dem Thema ja irgendwie so ein bisschen schwierig. Mich würde auf jeden Fall extrem interessieren, wie die Entwickler das umsetzen und ich würde es eigentlich auch befürworten, aber ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich würde mir eine Überarbeitung von manchen Packs wünschen. Auch auf jeden Fall wieder ein guter Vorschlag. Ich würde es auf jeden Fall wirklich befürworten, wenn die Entwickler nochmal alte Themen aufgreifen, die auch in den Anfängen vielleicht ein bisschen anders gemacht wurden. Zum Beispiel Accessoire-Packs hatten ja am Anfang noch ein bisschen weniger Inhalt. Und da würde ich mir halt echt wünschen, dass die Entwickler vielleicht nochmal drüber gehen, nochmal so kleinere Features doch ergänzen, die es vielleicht nicht mehr so ins Pack geschafft haben oder die an der Stelle besonders Sinn machen würden. Und vielleicht würden sie auch die Objekte-Sets, die es ja mit den einzelnen Packs gab, so ein bisschen noch mit mehr Sachen erweitern. Sowas fände ich auf jeden Fall ganz cool, wenn das in Updates passieren würden. Wahrscheinlich jetzt so Sachen wie neue Regionen oder neue Grundstücke würde mit so einem kleinen Pack-Update jetzt auch nicht kommen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal konkret auf zum Beispiel das Gaumenfreuden-Gameplay-Pack beziehen, wäre es ja wirklich ganz cool, wenn sie mit einem Update zum Beispiel nochmal reinbringen würden, dass allgemein die ganze Familie so ein Restaurant leiten kann oder auch, dass man als Kellner im Spiel arbeiten kann und da auch das Essen dann an die Gäste bringen muss. Und solche Features, so kleinere, die Entwickler vielleicht mit doch in einem angemessenen Zeitrahmen noch umsetzen könnten, wäre auf jeden Fall cool, wenn sie da auf jeden Fall nochmal über alle Packs drüber gehen würden. So mit einem Update immer ein Pack.
Und dann hätten wir nach ein paar Updates vielleicht dann doch noch deutlich bessere Packs, als sie vorher waren. Und was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Entwickler dem Ganzen gar nicht so abgeneigt sind, weil es schon öfters in Umfragen die Frage gab, was für Packs unserer Meinung nach quasi eine Überarbeitung gebrauchen könnten. Also die Entwickler denken scheinbar schon so ein bisschen über diese Idee nach und ich würde es auf jeden Fall befürworten. Ich meine, was gibt's Besseres als die Packs, die wir bereits haben, mit noch mehr Inhalt? Da stellt sich dann natürlich nur noch die Frage, wie viel Inhalt mit so einem Update dann letztendlich zu Packs dann noch hinzukommen würden. Das ist natürlich so aktuell schwer zu sagen, aber ich denke, so ein paar kleinere Features als Ergänzung wären auf jeden Fall drin. Das war's mit meinen Lieblingsvorschlägen. Welchen davon fandet ihr am coolsten und was wünscht ihr euch noch auf jeden Fall für Spiel? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.